Mein Name ist Lukas Fennekoll, ich bin 27 Jahre alt, Judoka der deutschen Nationalmannschaft in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo und ich nehme euch mit auf meinem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Mein ganzes Leben lang schon bin ich Sportler, aber am Wochenende habe ich die Position gewechselt und war nicht mehr als Athlet auf der Matte, nur als Trainer neben der Matte gesessen. Bevor es losgeht, kann ich euch gleich mal spoilern, wir waren richtig erfolgreich. Aber wie kam es eigentlich dazu? Ich mache Judo seitdem ich denken kann und das sind mittlerweile mehr als 22, sogar fast 23 Jahre. Ich habe in der Zeit hunderte von verschiedenen Sportlern und Sportlerinnen kennengelernt. Ich habe mit verschiedenen Trainern gearbeitet. Ich war auf vielen Ecken der Welt, wo andere nicht mal hinkommen. Und all diese Sachen und diese Geschichten haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Keine dieser Geschichten wäre jemals möglich gewesen, ohne all die Trainer, die mich auf diesem weiten Weg betreut haben. Von klein auf war immer mein Dad mit an der Matte. Er ist der Trainer, der die allermeiste Zeit meines Lebens an meiner Seite war. Aber neben ihm war ich auch noch mit super vielen anderen Trainern unterwegs. Und mit dabei waren Olympiamedaillengewinner, Weltmeisterschaftsmedaillengewinner und einfach krasse Persönlichkeiten, von denen ich extrem viel fürs Judo, aber auch fürs ganze Leben gelernt habe. Ihr wisst ja, dass ich bald meinen Master in Sportwissenschaft abschließen werde. Und weil natürlich jeder von meinen Kollegen immer wusste, dass ich Sportwissenschaft studiere, wurde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht auch eines Tages Judo-Trainer werden möchte. Ich habe mich bisher immer ein bisschen dagegen gewehrt. Einfach weil ich dachte, ich will nicht erst Judo-Athlet sein und dann Judo-Trainer sein, sondern ich will irgendwie über den Tellerrand hinausschauen und noch andere Sachen kennenlernen. Aber jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und wo ich doch schon einiges an Erfahrung im Judo mitgenommen habe, merke ich, dass es kaum einen Job gibt, in dem man so viel Einfluss auf andere Menschen haben kann, wie als Trainer. Da ich nun mal im Judo groß geworden bin und die allermeiste Erfahrung im Judo habe, bietet es sich natürlich an, Judo-Trainer zu werden. Ich glaube, man hat als Trainer schon einen krass großen Einfluss auf seine Athleten. Man verbringt so viel Zeit mit ihnen, man durchlebt mit ihnen die krassesten Tiefpunkte, aber auch die schönsten Höhepunkte. Wenn es gut läuft, arbeitet man mit seinen Athleten viele, viele Jahre zusammen und man hat also echt die Chance, Menschen wirklich was mitzugeben und sie auf ihrem Weg zu begleiten und dabei zu helfen, ihre Träume zu erfüllen. In letzter Zeit überlege ich mir immer wieder, ob es nicht vielleicht doch ein Ding für mich wäre, als Trainer die Erfahrung, die ich gemacht habe, den jungen Sportlern weiterzugeben. Und irgendwie das Wissen, was ich aus jahrelangem Judo und diesen ganzen Stationen, die ich in der Zeit durchgemacht habe, einfach weitergeben zu können. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr als Spitzensportler bei der Bundeswehr angestellt. Auf der anderen Seite geht mein Studium langsam vorbei. Deswegen bin ich jetzt in der Situation, dass ich mich tatsächlich mal um einen Job kümmern muss. Also ich muss tatsächlich irgendwie Geld jetzt nach Hause bringen. Und ich will aber ja trotzdem noch als Profisportler meinen Weg zur Olympia machen. Und das heißt, das hat mir in letzter Zeit so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wie ich diesen Spagat eigentlich aus Geld verdienen und Leistungssport noch hinbekommen soll. Und da hat sich, wie der Zufall so will, eine Stelle aufgetan im Bayerischen Judoverband, und zwar die als Geschäftsführer. Ich bin jetzt seit 1.7. ganz offiziell der Geschäftsführer vom Bayerischen Judoverband. Auf jeden Fall war meine erste Maßnahme, die ich als Geschäftsführer wahrgenommen habe, mit der U21-Jungsmannschaft von Bayern nach Köln zum Ranglistenturnier bzw. zum Sichtungsturnier zu fahren. Die Stelle beim BJV ist für mich, glaube ich, echt perfekt, weil sie ermöglicht mir, dass ich auf der einen Seite weiter Judo mache, auf der anderen Seite anfange, als Trainer zu arbeiten, aber auch nicht nur das, sondern auch noch so Managementaufgaben übernehmen kann. Das heißt, es ist einfach für mich eine super Kombi aus verschiedenen Welten, wo ich so unglaublich viel lernen kann und deswegen ist es, glaube ich, echt eine super Stelle für mich, um jetzt da mal reinzukommen. Auf jeden Fall sind wir dann dieses Wochenende, ich mit 13 Jungs, nach Köln aufgebrochen zum Ranglistenturnier. Da habe ich schon so langsam gemerkt, dass es ganz anders ist als Athlet, weil jetzt gibt es Leute, die von mir hören wollen, wann sollen wir beim Frühstück sein, wann sollen wir beim Wiegen sein, wie sollen wir uns aufwärmen und so weiter. Und das ist eine ganz neue Erfahrung, weil sonst hatte ich ja immer jemanden, den ich fragen kann. Aber diesmal war ich derjenige, der gefragt wurde. Aber da die Jungs, die ich dabei hatte, einfach sowieso schon eigentlich alles Profis sind und genau wissen, wie der Hase läuft und wissen, wie sie sich aufwärmen und auch ihre ganz eigenen Kampfstrategien haben, musste ich an dem Wochenende gar nicht so viel tun. Ich wollte eigentlich nur dafür sorgen, dass die Jungs sich wohlfühlen, dass
sie das Gefühl haben, dass jemand hinter ihnen steht und jemand auch an sie und an ihre Fähigkeiten glaubt und dass es jemanden gibt, der die supportet, wenn es mal ein bisschen hart auf der Matte ist oder wenn es nicht so läuft, wie man sich's vielleicht ausgerechnet hat. Ich wollte also nicht da sitzen und rumbrüllen wie ein Verrückter, irgendwie mit den Händen gestikulieren und schreien, wenn was nicht so läuft, wie ich als Trainer mir das wünschen würde, sondern mein Ziel war einfach wirklich Ruhe auszustrahlen, die Jungs anzufeuern, ihnen zu zeigen, da ist jemand, der an sie glaubt und sie so zu ihren Spitzenleistungen zu bringen. Und ja, ich glaube, das hat extrem gut funktioniert. Wir haben sau viele Medaillen geholt. Auch diejenigen, die nicht eine Medaille gewonnen haben, haben extrem gut gekämpft und haben sich vor dem Bundestrainer, glaube ich, in einem richtig guten Licht präsentiert. Und das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, wie sehr es ein Trainer, also in dem Beispiel jetzt, mich freut, wenn die Athleten gewinnen. Also ich saß da und mir ist irgendwie so ein leichter Schauer über den Rücken gedingst. Als meine Jungs dann ihre Medaillen geholt haben oder als sie Kämpfe gewonnen haben, die sie vielleicht dachten, dass sie gar nicht gewinnen können. Und das ist schon echt ein richtig geiles Gefühl. Ja, ich bin glücklich, dass ich dieses Wochenende als Trainer dahin fahren konnte und die Erfahrung gemacht habe, weil ich denke mir jetzt, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, Judo-Trainer zu sein und vielleicht gibt es ja doch eine Chance für mich, da eines Tages mein Wissen weiterzugeben. Bis es soweit ist, habe ich aber selber natürlich noch ein paar Ziele zu erreichen. Bin auf dem besten Weg, wieder zu kämpfen. Meine Randori sind ganz normal. Es ist wirklich, mein Knie ist heil. Das ist so unglaublich geil. Genau deswegen habe ich jetzt gecoacht, habe da meine Erfahrung gemacht, will da auf jeden Fall weitermachen. Werde jetzt als Geschäftsführer die ersten Tätigkeiten übernehmen. Aber hauptsächlich, und das ist immer noch die Priorität Nummer 1, will ich nächstes Jahr zur Olympia kommen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt hiermit verabschiede. Und euch einen schönen Tag, schönes Wochenende wünsche. Lasst mir doch noch ein Like da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Lukas. Ciao, ciao.